Ja, Salvete Noctis, meine Freunde von Heinrich Kemmler und Total War Warhammer 3, das Spiel von Creative Assembly oder wie ich es auch immer nenne. Mach nie ein Autosolf. Spiel. Ich weiß, es ist genauso schlecht, wie es sich anhört. Es musste aber einfach zum Autosolf passen. Okay, alles klar. Ihr müsst auch nicht wirklich all meine Gedankenmuster verstehen. Wir haben eine Standarte der Mordlust. Oh, die könnte ein anderer Kommandant bekommen. Da muss ich nachher drauf achten, wenn Odin wieder endlich fit zurück ist. Ha, wie lange bist du noch kaputt? 2 Runden. Ja, sorry. Habt ihr halt nur Zombies gegeben. Und Sylvanische Armbrustschützen hast du geopfert. Und Gespenster, da bin ich echt sauer. Da hätte ich mehr erwartet von dir, Odin. Okay. Spaß beiseite. Wir spielen weiter. Spaß beiseite, wir spielen weiter. Ich habe mich entschlossen, noch ein bisschen weiter rüber zu schieben. Mal gucken. Kriegt ihr auch die letzte Einheitenkarte angezeigt? Naja, so halb. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Wir haben ja im Grunde eigentlich schon verloren, weil uns der Dreiklangskrieg erklärt hat. Nur damals. Nein, 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 nein. So ist das nicht. Sieht super für uns aus. Konnten uns noch keine schwarze Farbe leisten. Deswegen sind diese Festungen noch weiß angemalt. Das Marketing sagt, wir können uns auch immer noch auf den Schädel unseres Wappen berufen. Okay, wenn das das Marketing sagt. Das Rundum-Sorglos-Paket. Immer wenn ihr sowas hört, lauft. Nichts als Sorgen. So, okay, ich habe immer noch Quest-Schlachten, ich weiß, ne? Ich bin aber nicht so einer, der das ganz am Ende des Let's Plays macht, wie manch ein anderer da draußen. Ich versuche es dann doch relativ zeitnah zu bringen, aber jetzt kann ich es gerade nicht. Was will dieser Bel'Akor eigentlich hier? Bel'Akor, Bel'Akor, ich weiß nicht, wir müssen noch eine Runde recken, ne? Wir recken noch eine Runde, dann klopfen wir den einfach von der Karte oder so. Ich habe echt keine Ahnung, was ich mit diesem Typ anstellen soll. Der hat da noch so einen Krieg mitlaufen, ne? Den Krieg will ich mir mit angucken. Und der belagert jetzt Lyonesse oder sowas, ne? Ja, wahrscheinlich belagert er noch 9 Runden. Aber wenn ich den doch wegklopfe, dann kriege ich doch bestimmt so einen epischen Bonus oder so. Mir geht es ja auch darum, dass ich die Provinz da oben im Norden schon gerne hätte. Dann hole ich mir ein paar Zombies. Dann darf Odin... Sorry, ich bin heute ein bisschen drauf, ne? Dann darf Odin das dann halt mit seinen Zombies besiegeln. Ja, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Fröhlich schreitet dann Odin, der Vampir, da nach vorn. Man kann sich nichts Besseres vorstellen, als genau das zu tun. Also, ja, okay. Wichtig ist jetzt Koron. Ist tatsächlich wichtig, hier eine Verteidigungsanlage früh zu errichten. Was haben die für ein spezielles Gebäude? Überflutete Lehmgruben, nochmal mehr Einkommen, nochmal mehr Sachen zum Handeln. Ich möchte ein Koron das haben. Das finde ich gar nicht so schlecht. Eine Armee in einer Garnison habe ich nicht bewegt. Nicht eine Garmee in einer Arnision. Ich habe Helden nicht bewegt. Helden. Was haben die jetzt bis jetzt gemacht oder geleistet, dass sie als sogenannte Helden bezeichnet werden? Die Helden vom Erdbeerfeld. Gehen wir mal zu dieser Artillerieschule in Nullen. Oh, da hinten in Grünburg haben sie sich versammelt. Die Reichländer. Oh, da habe ich schon mehr Angst tatsächlich vor den Wiesenländern, ne? Wäre so witzig, wenn Wiesenland das Reichland konföderieren würde. Das wäre mal so erfrischend neu. So, Held nicht bewegt. Ja, die Menschen haben da ihre Artillerieschule in Nullen. Das sind die Stumpens da oben, diese blauen Stumpens. Dann gehen wir mal hier weiter. Wo noch nie zuvor ein Nekromant je gewesen ist. Oh, da gibt es nochmal schöne. Schlacht von Knorpeltal. Verluste 3690. Würde gern mal wieder wie früher wissen, wer gegen wen und wer hat denn gewonnen. Aber es ist irrelevant. Es ist irrelevantes, unnützes Wissen. Okay, alles klar. Dann beende das Spiel. Nein, nur die Runde. Ich weiß nicht, ich habe auch schon überlegt, mich bei Warhammer mal in eine ganz andere Ecke zu platzieren. So links oben oder irgendwas. Finde ich aber dann auch irgendwie merkwürdig, oder? Ist okay für euch, ne? Auch dieser weiße Kasten ist für euch okay, mit dieser Giraffe im Hintergrund, die irgendeinen Lemur im Rücken sitzen hat. Ich glaube, daran habt ihr euch alle schon gewöhnt. Ist als Kinderzimmer. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, wenn mein zweiter größer ist, ne? Da muss ich gucken. Muss ich einen Anbau machen oder mich in den Keller zurückziehen oder so irgendwas? Ich weiß ja nicht. Vielleicht, ja.
Egal, sage ich jetzt nicht. Reichland hat das Talabekland konföderiert, also das erste der Fürstentümer geschluckt sozusagen. Ja, wo ist denn jetzt der Bellacor hin? Der war doch gerade eben noch da. Zum Dienst bereit. Odin. Komm mal wieder. Hier, die Blutlinie von Karschitz. Grüß dich. Hopp. Jetzt guck nicht so grimmig. Ist halt nicht so gut gelaufen damals. Was haben wir denn hier alles Schönes? Naja, schön, Anführungszeichen. Haben wir irgendwas Sinnvolles, was ich mir Teures kaufen sollte? Ich meine, die kosten mich 17, ne? Das sind 100 Kosten. Zombies! Aber Bencake, du hast gesagt, du machst nicht reine Zombie-Armeen. Hab ich gesagt, ja. Die sollen wirklich erstmal nur besiedeln, Leute. Macht euch keine Sorgen. Sie kosten wenig, ja, sie können auf... Also ihr könnt es wirklich übertreiben in dem Spiel. Das ist einfach so, ja, ihr könnt... Also gerade wenn man Hillmann Gorst hat, ne, es ist wirklich so. Ja, reden wir nicht drüber, okay? Ist so. Also kannst das Spiel völlig nutzen. Ach, ich wollte doch den wegkloppen. Auf der anderen Seite könnte auch ein nützlicher Idiot sein, mit dem ich zusammenarbeite. Wenn er sich jetzt hier, er versteckt sich hier irgendwo. Er ist irgendwo da hochgelaufen in Hinterhalt oder so. Ich habe jetzt halt keinen Bock, dem nachzulatschen. Nur um, ja, keine Ahnung, mir dann die ganze Fraktion auch auf den Hals zu hetzen. Das kostet mich jetzt zu viel Runden. Möchte ich jetzt gerade nicht tun, Leute. Ist wirklich so, ich möchte mir jetzt nicht hinterher... Es ist ja nicht so ein richtiger Gegner. Es ist ja eigentlich auch ein Dämon. Vom Rollenspiel her... Also aus dem Rollenspielen-Aspekt versuche ich mir jetzt rauszureden, ja. Held nicht bewegt. Held. Disneyed, ja. Nix Disneyed. Du bleibst bitte... Also ihr seht jetzt, dass ich die Nekromanten deplatziert einsetze. Ich level sie nicht. Ich mache keine Aktionen mit denen und so. Ja. Es liegt... wirklich einfach an den Einnahmen, an der Einnahmenstruktur. Und da möchte ich ein bisschen vorsichtig sein. So, da oben haben wir ja schon so einen Dude, der so ein bisschen erkundet. Dann einen Tweaker. Auf ins Ungewisse. Du musst doch aber langsam die Karte kennen. Ja, schon. Aber so ein bisschen wollen wir mal so uns umgucken, was so los ist in Runde 25, ne? Zum Glück habe ich den Outliner hier. Zendrik von Heinrichshafen. Du sollst nämlich jetzt noch kurz mal weitergehen. Und diese Ecke hier erkunden. Dotternbach, glaube ich, ist ein spezielles, ist eine spezielle Gemeinde. Haben die Krieg mit den Waldelfen? Autsch. Dann viel Spaß. Um ehrlich zu sein, ich hatte es auch tatsächlich überlegt, euch wirklich den Antagonist von Bencake zu zeigen, ne? Die Waldelfen. Einfach mal euch zu zeigen, was ihr mit Waldelfen machen könnt. Die Waldelfen-Fraktionen sind ja ganz selten gezeigt worden, auch so als Let's Play. Möchte euch auch da wieder drum bitten, weil das meiste habe ich schon wieder vergessen, was ihr alles geschrieben habt. Oder ist zu lange her, nicht falsch verstehen. Was ihr noch Bock habt, ne? Warhammer-technisch. Also wenn ihr wollt, dass das auf die Art und Weise weitergeht, gibt es noch eine Fraktion, die ihr unbedingt sehen wollt von mir, ja? Guckt auch so ein bisschen, was ich schon gespielt habe auf dem Kanal, ne? Dann könnt ihr euch so ein bisschen orientieren. Ich habe es euch gesagt, Grünhäute, Untote und auch die Seraphon sind meine Lieblingsfraktionen im Spiel. Das heißt aber nicht, dass ich nicht alles einfach irgendwie cool finde. Es gibt ein paar Sachen, die sind hart an lächerlich oder blöd, aber das ist persönliche Einstellung. Da hat ja jeder seine eigene Meinung dazu, ne? Was er gut oder nicht gut findet oder für ihn No-Go ist, ne? Wie zum Beispiel ein Pokémon, eine Pflanzenkatze, da ist bei mir Schluss. Sorry. Das war mal ein kurzer Ausschweifer. Ja, auf Pokémon so spielen oder sowas hätte ich auch mal wieder Bock. So auch als Let's Play einfach mal auch, ne? Ich habe ja ein bisschen so mit Korum mal so einen Test gemacht, wollte auch mal euch mal eine Alternative zeigen. Auch ein ganz cooles AP-System oder andere Sachen so ein bisschen. Fand ich ganz interessant. Und ihr findet es auch cool, ich merke das. Das läuft ganz gut hier auf dem Kanal. Ja. Och, Lyonesse wurde vernichtet. Ich hatte doch mit denen Nap. Zum Glück habe ich den gemacht. Seht ihr? Das Problem hat sich einfach von selbst erledigt. Ja, ich musste sie nicht mal zerstören. Sie haben sich selbst
Ja, sie wurden wegrationalisiert. So, jetzt sind unsere Gruft, die Gruft, die ist schneller und sie, wenn sie treffen, tut es mehr Aua machen. Grabfürsten herbeirufen in Gisore. Ein Fluchfürst! Haben wir einfach jetzt random gekriegt. Das ist ja geil. Der Posner! Tja, wen machen wir denn jetzt als Fluchfürst bei mir auf dem Kanal? Ich habe so viele, ich muss nur mal die Kommentare durchlesen. Er heißt jetzt erstmal, er hat jetzt erstmal seinen Gamernamen, ne? Thebald Posner. Es muss ein Gamername sein, weil halt Posner. Ich hätte jetzt ein bisschen auf eine Vampirin auch mal gehofft. Aber gut, wir haben jetzt den. Aber es ist gar nicht so verkehrt, weil wir auch ganz, 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 ganz gerne unsere dummen Zombies loswerden oder die Skelette. Die Zombies haben nur einen silbernen Rang. Jetzt will ich mal was wissen. Nahkampfangriff von 6. Nee, oder? Doch. 19. Nahkampfabwehr 28 zu 12. Waffenstärke. Ja, also, ne? Trotz Rang, ne? Völlig durch. Die Zombies. So ein mega Buff haben die noch nicht, aber Hauptsache Silberrang. Hauptsache Silberrang, unbedingt. So. Eilhard, Karoburg. Sie haben sie nicht wiedergeholt. Sie haben die Eilhard tatsächlich kaputt gelassen. Diese. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich will nochmal. Wollen wir nochmal den Hügel hoch? Gibt es mittlerweile was Cooleres? Wir wollen nochmal kurz den Hügel hoch. Yes, es gibt ein neues Gespenst. Also, ne, ich baue es halt jetzt schon aus, Leute. Ich baue das jetzt massiv aus. Dann schmeißen wir die beiden hier weg. Das ist schon mal ganz sicher. Salvete Noctis, mein kleiner neuer Geistfreund. Vier Geister. Gespenster. Ja, haben wir einen guten Nahkampfhelden dabei. Mit dem kann ich was anfangen. Der muss sich jetzt halt natürlich gegen Heinrich Krell. Noch sind sie nicht verheiratet. Und ist auch noch falsch rum, ne? Mit Krell messen. Mit unserem leuchtenden Dude. Ah, ich habe schon viele Fans gerade, merke ich so. Fanboys oder Girls in Warhammer. Ich überlege gerade echt, wer die Ehre hat, diesen Namen zu übernehmen. Odin ist ja jetzt auch schon sehr lange dabei und auch ein fieberhafter Fan dieser Reihe. Aber deswegen habe ich ihm auch den Kommandanten gegönnt. Er hat jetzt aber erstmal natürlich Job von dem Azubi, ne? Sorry, ne? Azubi gerade frisch angefangen. Geh mal die 10 Zombies einscannen, bitte. Sorry. Entschuldigung. Es wird heute ein bisschen speziell für euch. Ich entschuldige mich auch dafür nicht. Ich wollte es nur gesagt haben, dass es heute ein bisschen anders ist. Hat denn der da? Oh, cool. Yeah. Das ist schon cool. Das ist cool. Ich hätte es gern, ne, Leute? Ich hätt gerne Warhammer so einfach. The Ninth Age, oder von mir aus eine der neuen Editionen, oder von mir aus die 8. Edition. Ich hätte es einfach gerne als Computerspiel, so 1:1, so wo ich meine eigenen Figuren so ein bisschen anmalen darf. Und dann darfst du auch nicht alle Farbensets haben, die kannst du dann als DLC dazu kaufen. Da kannst du die Leute digital so unfassbar, ne, zur Kasse bitten und die würden sich auch noch alle so freuen, so individuell zu gestalten mit eigenen Bannern und Wappen und du musst eine Armee und weiß der Geier was zusammenstellen, dann musst du Kampagnen schaffen gegen die KI oder zusammen und weiß der Geier gegen andere Spieler. Ich fände es so geil, ne? Ich fände es so geil. Könntest du einfach global Tabletop machen. Ich weiß, dass es die Magie des Tabletops zerstört. Oh Gott, wie kann er nur? Aber keine Ahnung, ich hätte da so Bock drauf. Ich hätte auch Bock drauf, in Warhammer irgend so eine Custom-Fraktion zu bekommen, wo ich einfach mir sowas Lustiges zusammenstellen kann. Ich weiß, wie verrückt das ist. Und das hat damit nichts zu tun, es ist ja wieder was anderes, es ist ein Total War. Ich weiß. Ich sage Ihnen nur meine Ideen. Ne? Ich habe ganz viele davon. Schnellste bin ich heute nicht.
Aha. Hallo Pfeildorf. Ich habe nur nicht verstanden, ich glaube, es lag daran, als ich Marienburg eingenommen habe, warum ich plötzlich so viel gesehen habe vom Imperiumsgebiet. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wenn du Marienburg bekommst, dass du irgendwie einen Einflusssichtradius erhältst, weil die so eine einflussreiche Handels... Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das war plötzlich sozusagen da. So, jetzt wird's interessant. Also 7 Runden dauert natürlich lang. Auf der anderen Seite wäre es halt Gespenster... Plus 4 Nahkampfangriff, aber die Waffenstärke würde nochmal erhöht werden, okay? Ja, das Blutkuss plus 10 Wachstum. Ich glaube, ich sollte vielleicht auch mal auf dieses Wachstum setzen. Wir brauchen das jetzt und gehe jetzt erstmal auf die von den Kampfdingern weg. Ich hatte es kurz überlegt, mit den Gespenstern nochmal einen Buff zu geben, aber so arg mächtig finde ich ihn dann letztlich tatsächlich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist gut, aber ich brauche ihn jetzt gerade noch nicht. Meine ich zumindest. Immer noch 3 Wölfe in dieser Armee. Das ist eigentlich viel zu viel. 3 Wölfe ist zu viel. Also die Kavallerielast ist zu groß. Ne? Das ist klar. Man kann die Gruftstrecken so ein bisschen auch als Kavallerieersatz sehen. Ne? Als Schockkavallerieersatz. Also Schockkavallerie, die funktioniert. Ne? Also ganz ehrlich, manchmal habe ich schon überlegt, Creative Assembly, liebes Entwicklerteam, wie wäre es, wenn ihr einfach von dem Ding weggeht, dass eure schwere Kavallerie tatsächlich schwere Kavallerie ist, sondern alle Kavallerie gilt ähnlich wie Monster. Also sie werden zu Monstereinheiten, weil ich glaube, in der Funktion als Monster würden sie besser funktionieren als Kavallerie. Ich weiß nicht warum. Also wisst ihr, wie ich meine? Also ich habe den Eindruck, dass ihr mit den Monstern gleichwertige Monster im Vergleich zu Kavallerie in dem Spiel und ihr hetzt die jetzt aufeinander. Dann gewinnen doch immer die Monster. Oder bin ich falsch? Also ich finde, da muss man irgendwie, ich keine Ahnung, man muss, ist doch egal, ob das jetzt ein es ist ja auch ein Monster. Ich meine, du setzt einen Affen auf ein Huftier, schmeißt ihn in irgendwelche Plattenpanzerrüstung, gibst ihm eine lange Stange, ist ja auch ein Monster im Grunde. Hast zwar selber zusammengeschustert, aber im Grunde ist es ein Monster. Aus Sicht von einem friedlichen Riesen, der da gerade sein Brötchen isst und da rennt plötzlich so ein Ritter mit so einer Lanze her und will ihn da abstechen, ist es für den auch ein, erstmal ein Deppchef und dann noch ein Monster. Ich war grad essen. Ja. Kolonisieren. Provinz gesichert. Odin, du hast deinen ersten Kampf gewonnen. Wow. Wichtig ist auch, dass hier ein Hafen ist. In Angil. L'Angil. Nein. Einfach nein. Also wollen die gleichen Trick gegen mich einsetzen. Angriffsplan gegen... Ah nee, Übers Reik hat so eine spezielle Taverne. Ich erinnere mich, Übers Reik hat sowas Spezielles. Dann kann so eine böse Festungsmauer bauen. Und ich glaube, die haben die hier auch errichtet. Ja, die haben die errichtet hier. Sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Wenn ich nach Karoburg ein... über den Reik gehe oder bleibe ich südlich und marschiere direkt auf Altdorf zu. Aber Altdorf wird natürlich gar nicht so stark verteilt. Was ist los, Imperium? Es gibt keine Rechtfertigung, dass du Altdorf so stehen lässt. Auf der anderen Seite könnte ich euch jetzt auch direkt eine Questschlacht zeigen. Da wären wir eigentlich meiner Meinung nach soweit. Momentchen. Die Chaosgruftklinge ist die erste Mission, die ich machen soll, nicht wahr? Dafür habe ich aber gar nicht mehr das Geld. Oder treiben wir echt den Angriff weiter vor? Schon wieder wird er nachdenklich, euer Bancake. Ja gut, das müssen wir aufbauen. Nee. Ich habe einfach nicht die Kohle für so eine Aktion. Dann machen wir es anders, dann rücken wir jetzt ein. Dann rücken wir jetzt ein, aber du gehst auf... Ich muss gerade was überprüfen. Trotzdem Verschleiß. So kriegst du keinen Verschleiß. Aber kommst auch überhaupt nicht vorwärts.
Ist ja krass. Ist das krass? Okay, hier verfällt alles dem Chaos. Ist das krass? Okay, Bellacor zieht sich jetzt hier zurück. Lyonesse liegt brach. Aber ich weiß nicht, ob es... Aber doch, ich könnte eigentlich schon mit ihm hier ein bisschen weiterziehen. Ich mal gucken, was die Orks da unten treiben. Also Goblins halt eigentlich. Aha. Der schöne Mousselion, so runtergewirtschaftet ist ja. Also ist nämlich ein echt übel. Ja, Tika kommt so ein bisschen auch jetzt wieder zurück. Es wird der Moment kommen, da werde ich natürlich definitiv die Nekromanten einsetzen. Dann haben wir auch eine bessere Einnahmenstruktur, die wir jetzt nicht haben, die aber auch an meiner kleinen Zombie-Exkursion liegt. Ja. Aberheim. Also noch haben die auch eine sehr geile Menschenfraktion hier übrigens, ja. Natürlich haben eine starke Verbandelung gegen die Vampire, ne? Sieht man ja auch schon an der Sonne und an ihrem Wappen, dass da ein bisschen Hass herrscht, sage ich jetzt mal, apropos herrschen. Ich sollte mal wieder gucken, ob ich nicht irgendwie einen schnellen Handel initiieren kann. Ich glaube es nicht. Die Piraten von Sartosa. Ufts, sie wollen ein Handelsabkommen. Die Silvanianer wollen ein Handelsabkommen. Das bin ich tatsächlich bereit einzugehen. Ja, mach mal. Hätte länger schon mal wieder in die Diplo reingucken sollen. Die Schattenlegion will auch mit mir handeln. Oh, komm, dann auf, dann... Erstmal mit diesen ganz netten Chaos-Leuten. Da, das finde ich ganz toll, mit dem zu handeln. Diplomatie, ja. Was gibt's denn? Gibt's schon mehr dafür? Alles klar. Das steigert mal halt auch jetzt meine Einnahmen direkt, ne? Das ist einfach so. Und die Jünger des Schlunds finden mich immer noch geil und wollen mit mir handeln. Okay. Ja, okay, alles klar. Mach das. Haben auch richtig Geld jetzt mittlerweile verdient. Die Piraten von Nenab will ich mit dir gar nicht. Musst du schon angeschissen kommen, wenn du den unbedingt haben willst. Okay, das reicht eigentlich. Das sollte unsere Einnahmen jetzt, ja, hat's auch entsprechend nach oben getrieben haben. Also ein ganz wichtiger Aspekt des Spiels auch. Eine Gebäudeverbesserung, ja, Karak-Ziflin, ja. Ich hätte aber gerne, wenn dann Verteidigungsanlagen. Hier gehen die schon. Ja, für 1800, die habe ich eben nicht. Und deswegen lassen wir das jetzt erstmal sein. Wir haben einen Erlass verfügbar. Ja, ja, wir wollen hier den Wachstumserlass. Und, oh, da ging aber auch mehr Einnahmen. Na, ich warte mal, ich beende die Runde lieber. Ich spare mir mal jetzt das Geld auf 2700 an oder so. Mission erfolgreich, tödlicher Überfall. Ich habe gar nichts gemacht. Ich... Vielleicht eine der schwächeren Folgen dieses Mal. Ohne Kampf, ohne Schlacht, ohne Schnickschnack. Kann sein. Hatten wir bei Azak auch. Das Spiel ist sehr von der Taktik geprägt. Ich bin aber ein bisschen vorsichtig. Ich habe in einem anderen Let's Play einen kleinen Schock erlebt. Was ich toll fand, aber es war ein Schock. Ach, ich sollte die überfallen. Überfall ist in dem Moment diese Plünderaktion, da ich eine schwarze Magie und mehr diplomatische Beziehungen mit Silvania bekommen, weil ich hier auf Plündern geklickt habe. Ist nicht so ganz eindeutig. Da würde ich manchmal mir wünschen, da steht Mission erfolgreich gestalten, Doppelpunkt. Wähle die Funktion Plündern in einer Region der vorher genannten Fraktionen. Durch. Oder so. Wisst ihr, wie ich meine? So ist es immer so. Hä? Was wollen die einem sagen? Soll ich die berauben? Siedlung ausrauben? Was meint ihr? Es ist ja ganz eindeutig. Plündern. Geh in die Region. Plünder die Region. Dann ist die Mission geschafft. Andernfalls nicht. Es fängt mir an, auf den Keks zu gehen. Kann ich... Ich habe Angst, diesen Bewegungsbefehl zu machen. Weil wenn ich den mache...
Wo habe ich denn noch so ungefähr 25% hier, ne? In dem Wald, ne? Ich lade jetzt erstmal dahin. Ein klein bisschen Verschleiß kann ich mir gönnen. Ah, die Hinterhaltserfolgschance ist so schlecht. Die ist hier in dem offenen Gelände auch nicht besser. Würde ich sagen, Magie kanalisieren und in der nächsten Runde greifen wir einfach die Karoburg an. Ich glaube, das ist eh eine Mission. Was soll ich denn machen? Ist egal, was ich da machen soll. So nötig werde ich es nie haben. All diese plündert und macht das und macht jenes. Nee, 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 meine Freunde. Ja, weil Lioness, das liegt jetzt einfach da so rum, ne? Kriegst du Verschleiß, ne? Oh. Die Zombies kriegen Verschleiß. Die armen Zombolinos. Aua, Odin auch ein bisschen hat. Das muss man eine Runde aushalten, nur weil es da jetzt plötzlich aus unerfindlichen Gründen wärmer ist. Ne? Was soll denn das? Oh, Schwarzsteinposten, echt? Bring mich bloß nicht durcheinander. Ne, Karak-Zifflin. Ich hatte es wirklich noch im Kopf. Ich bin ehrlich, das Spiel ist ganz großartig da drin, dass es einfach deine Gedanken löscht, die du hattest. Es ist so, als würdest du ständig durch Türen gehen und neue Räume betreten, und zwar ständig. Du bleibst mal schön hier stehen. So, Tweaker. Wenn er diesen Befehl wegklickt, dann klickt er alle Heldenbefehle direkt weg, ne? Ist so auch so ein bisschen, hä, warum passiert denn das jetzt, Pancake? Warum machst denn du das so einzeln? Ich quäle mich halt gerne selbst, wisst ihr? Hallo, Skaven. Ich höre schon die Motoren. Ja. Es ist so ein geiler Clan, gell? Ich habe im Instagram, ja, ich sag's einfach jetzt mal so, im Instagram, da ist einer, der heißt, glaube ich, Money, Tabletop oder sowas. Und der hat einen sehr coolen Skavens-Clan. Ich bin sehr, sehr neidisch. Ist auch so ein bisschen Skavenblight angelehnt. Und Pestilenz so gemischt, finde ich sehr cool. Das meine ich, wenn du so Sachen halt einfach selber gestaltest, da kannst du so schöne, lustige Sachen kombinieren und das dir so gestalten, wie es dir gefällt und so. Also das sind halt so Sachen, die ich einfach sehr, sehr cool finde, die ich sehr abfeiere. Ja, ich bin heute ein bisschen anders in meinem Let's Play als sonst. Das weiß ich. Aber ich glaube, das ist so eine Folge, wo ich mich, ja, wie soll ich sagen, wo ich mich so ein bisschen orientiere, mal umgucke, mir die Lage anschaue und dann vielleicht zuschlage oder nicht zuschlage. Das sehen wir jetzt gleich. Ja, gut, dann würde ich sagen, können wir das jetzt ausbauen. Wir sind ja auch für den Handel für andere Fraktionen jetzt attraktiver, ja. Nicht attraktiv, aber attraktiver. Attraktiver. Weil wir bessere Handelswaren haben. Und die KI liebt es, wenn sie sozusagen sagt, ja, ich zock den voll ab, der gibt mir fünf Handelswaren und ich nehme nur eine. Yay. Aber du bist halt wirklich einfach nur froh, wenn du ein bisschen mehr kriegst. Ja, das ist dir wurscht egal eigentlich in dem Spiel. Das Handelssystem, das Diplomatiesystem ist gut, das ist jetzt aber auch nichts, ja, mega, mega, mega neu erfundenes. Also man muss sagen, ne, man muss nicht immer. Ne, das muss zum Spiel passen und die Diplomatie hier passt zum Spiel. Keine Kritik gegenüber der Diplomatie. Erstmal jetzt wichtig, wir haben einen Blutkuss, das machen wir jetzt gleich am Anfang, damit wir uns auch den Boni holen, der daraus entstehen kann. Und da erwecken wir jetzt einen neuen. So, ihr habt auch geschrieben, was ihr so ein bisschen machen würdet insgesamt. War auch interessant zu sehen, dass hier, ich sage jetzt mal ganz klar, also ganz auf einer Linie bin ich definitiv mit Tweaker hier, Community-Mitglied, und muss sagen, ich gehe jetzt tatsächlich zum ersten Mal aufgrund des Let's Plays, ja, auf die Linie der Strigoi. Und es wird dann so ein bisschen mein nächster Anführer sein, dann vermute ich mal, wenn ich einen aufstelle, habe ich mir auch so ein bisschen vorgestellt, dass ich dann wirklich auf die legendären Kommandanten zurückgreife, egal was für eine Fähigkeit sie haben. Ich glaube, bei dem Karstein habe ich ja nicht mal geguckt, richtig, was der hatte. Da war, glaube ich, Stratege. Oder ich habe euch nicht gesagt, was es macht. Und ich weiß es auch nicht auswendig. Also, wir können mehr Gruftgule holen, wenn wir die haben in eigenen Provinzen. Und die Erfolgschance von Hinterhalten steigt nur 20%. Okay, erwecken wir den Typen mal. Und der schimmelt jetzt irgendwo in einem
Lager rum, ne? So, apropos rumschimmeln, wir wollen hier nicht weiter rumschimmeln. Wir greifen jetzt wenigstens relativ am Ende der Folge hier noch die Karo-Burg an. Wir machen automatisch und war auch ganz toll, weil ich die Skelettfraktion spiele, habe ich so hohe Verluste. Vielen Dank für die Erklärung. Das weiß ich auch, muss ich dazu sagen, war super erklärt, super drauf eingegangen, ins Detail gegangen, habe ich mega abgefeiert. Mir ist es aber bewusst, es kotzt mich aber trotzdem genauso an. Also, ne, versteh mich nicht falsch, aber es ist so zum Schreien davonlaufen, ehrlich. Aber ich will diese Pipsi-Schlacht jetzt auch am Schluss dieser Folge nicht machen. Ich will sie einfach nicht machen, weil ich sag halt, nee, einfach nee. Das ist mir zu blöd, dazu zu gucken, wie die einfach alle ihre Stöckchen gebrochen kriegen. Ne? Das ist einfach so. Und ja. Also ich mache die Gespenster jetzt übrigens maximal. Die sind auch in der nächsten Runde so gut wie geheilt, die Dudes. Ne? Und dann muss ich nochmal in mich gehen, wie ich den T-Bault nenne. Obwohl, für einen Fluchfürsten hätte ich eigentlich auch eine sehr geile Idee. Fällt mir eigentlich jetzt an. So ein richtig alter. Ja, warum denn nicht gleich? Habe ich auch. Feiere ich sehr. Es ist jetzt Pit Pistol. Wie auch immer man es ausspricht. Der macht jetzt erstmal Kampftraining. Hat sich jetzt auch mal wieder auf den Vordergrund gedrängt. Ist bei dem Let's Play sehr, sehr ruhig. Er hat auch mal ein bisschen was anderes zu tun, aber der ist schon so ein langes, ich glaube, eines der ersten Mitglieder überhaupt bei mir und ja, darfst jetzt ein Fluchfürst sein. Ist das schön. Wollen wir gleich einen Galgen machen, hier ein bisschen Einkommen generieren? Ja, komm, wir reparieren die Karo-Burg. Es ist meine Absicht. Obwohl, nee, wartet mal. Nee, lass mal, vielleicht reiße ich die in der nächsten Runde. Ich hole mir jetzt in der Karo-Burg die Verlustversteigerungsrate, reiße den Laden nieder und werde danach alt. Ich will jetzt keinen Konflikt noch mit den Mittenheimern. Habe ich mir gerade so überlegt. Ist da jetzt wirklich niemand drin? Tatsache. Kostet mich aber ganz schön viel. Ja. Ab und zu sollte ich mal in die Rekrutierungsoptionen schauen. Kriegen wir das auch gleich aufgebaut, ja. Boah. Ich sag schon, ich mein's schon ernst, ne? Das kostet richtig, Leute. Das kostet richtig, das wieder alles aufzubauen. Aber es ist halt natürlich hier. Guckt euch mal das Wachstum eines Reiches an, ne? Seht ihr das? Wir haben da oben mit unserer Puppe, ja, Provinz angefangen, ja. Wir hatten diese eine Stadt und wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Städte. Das ist doch ganz gut. Also ich würde jetzt sagen, wir sind kurz vorm Dützen. Das da oben zähle ich jetzt nicht dazu. Ja, wir hätten die beiden eigentlich schon längst haben können. Aber wie gesagt, Stolperfallen sind die besten Mauern, die ihr bauen könnt. Hier die niederzureißen am Anfang des Spiels. Also deswegen. Also wir hätten jetzt schon ein Dutzend Siedlungen haben können. Aber aus strategischen Gründen haben wir sie nicht. So, meine Güte. Was für ein Satz, ne? No Man. Hey, ich bin No Man. Okay. Alles klar. Ich wollte einen super nervigen Spruch auch mal aufsagen, den er dann immer wiederholt. Wir werden jetzt Spanien, Tilea und sowas. Nee, das ist Tilea, das ist Italien. Und das da ist dann, weiß nicht mehr, wie die Fraktion heißt. Das ist so ein bisschen zu total Europa nachempfunden, aber ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Ne? Also der Reich ist so eine Kombination aus Donau und Rhein, sage ich mal, der durch diese alte Welt fließt sozusagen. Der kombiniert das, ne, sage ich. So ein bisschen kann man sich das vorstellen. Also muss man ganz klar sagen, ja, hier oben die, ja, die Orthodoxen sozusagen. Kein Kommentar. Hier oben haben wir das Skandinavien und so weiter. Ja, das ist auch so deswegen so nordisch und kämpfen und so. Also es ist halt natürlich alles, diese Welt ist sehr unserem Planeten nachempfunden worden oder angelehnt an dessen. So, das transportiert halt unsere Welt in die Fantasy-Welt. Es ist schon cool, also muss ich sagen, ganz ehrlich. Man kann sich damit leichter identifizieren. So blöd das jetzt klingt, ne? Und das natürlich in Nordamerika Dunkelelfen in Nagarond platziert worden sind, das wollen wir einfach mal so stehen lassen.
Ihr alle wisst, woher Warhammer kommt. Yes. Wer es erfunden hat und wer dahinter steckt. Ich finde, die Dunkelelfen sind da ganz gut aufgehoben. Ich will mal meine neu gewonnenen Freunde mal hier besuchen, kurz mit Zendrik. Die Silvania. Wir haben minus 5, dann haben wir plus 40 irgendwann diplomatischer Einfluss gekriegt und so. Alles cool. So, wir haben jetzt das bekommen, den Wachstumsboost. Einkommen aus Repressionsgebäuden. Das sind, glaube ich, diese Industriegebäude, die grauen. Es werden einfach 4 Runden, um 20% rauszuschlagen. Ihr kennt ja meine Philosophie, ne? Ihr kennt sie. Desto früher man es hat, desto besser ist es, ne? Also das ist so ein bisschen die Wirtschaft, die Wirtschaftssachen. Ich finde es halt aber auch gut, ne? Und 7 Runden. Auf der anderen Seite, wohin führt mich der Pfad? Trefferpunkte der Barriere plus 500. Ich habe noch gar keine Barriere. Will ich aber eigentlich haben für die. Ist eigentlich ein Skandal, dass ich das nicht von Anfang... Ich will die Geister, ich spiele die Geister, ich gehe auf die Geister. 7 Runden, nichts mit der Wirtschaft. Alles gut. Das war jetzt nicht verkehrt, ne? Mit dem Wachstum, 7 Runden. Ist dann in Runde, wow, 36 soweit, dass die Geister völlig immer werden langsam. Ja, aber komm, ne? Also Zombie spielen kann jeder. Geister spielen, das ist mal was anderes. Und das fühlt sich auch so an, ja? Das ist nicht nur so dahingeredet, sondern das macht auch Spaß, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wenn die Armee mal wirklich fertig ist und so fertig ist, wie ich sie mir vorstelle, dann kann die so richtig auch so meine Philosophie, meine Spielphilosophie vertreten, ne? Also ich habe es halt im Tabletop und sowas auch so, also egal was für Spiele, oder im rundenbasierten Bereich. Ich habe immer große Angst vor Gegnern, die wirklich schnell sind. Also effektiv schnell. Ja, das ist ganz die Hölle. Also, wo du einfach denkst, wie kann der da schon da stehen? Ne? Und so stehen, wie er da steht. Das ist einfach. Das ist halt ein Genickbruch. Ne? Und das habe ich sowie als auch bei den Orks gespielt oder eben mit Untoten war es halt nicht so möglich. Ist jetzt wurscht, ja. Im Tabletop zumindest, das sage ich jetzt mal. Und ich hatte den Albtraum erlebt gegen meinen Cousin tatsächlich in Rome Total War, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mit meinen Griechen und toll und ganz geil, Spartiaten und gepanzerte Hopliten und Meister, wie eine Wirtschaft aus der Hölle einfach sozusagen. Und dann wurde ich, ja, von meinem Cousin mal in Militärstrategie geschult und muss man sagen, wir waren schon beide sehr jung und vor allen Dingen mein Cousin war sehr, sehr, sehr jung und ich werde dieser Umgang mit den Skythen nie vergessen. Der hat einfach meine Armee zerlegt, weil ich nicht richtig an ihn rankam. Erstens hatte ich ihn unterschätzt, dann war ich hochmütig, was grundsätzlich vom Fall kommt. Das möchte ich nur mal, ne? Ich rufe es jetzt mal so laut in die Welt hinaus und die Leute, die es ansprechen sollen, die werden es nicht kapieren. Hochmut kommt vorm Fall. Und als drittes muss ich sagen, war ich dann schon strategisch so falsch aufgestellt, dass ich genau in die Falle gelaufen bin. Und das muss ein gutes Strategiespiel können, das muss es einfach schaffen. Und da liebst du es einfach mal, was anderes zu spielen, deinen Gegner mal wirklich zu überraschen mit einer ganz anderen Taktik, mit der du überhaupt... Und dann stehst du erstmal und denkst da, oh, scheiße. Ne? Solange es im Spiel ist, ist es alles schön. Real Life ist nicht so geil. Okay. Also. Ich freue mich, dass ihr so fleißig dabei wart. Ein kleines Sorry, dass es jetzt keine Schlacht gegeben hat in der Folge. Ich glaube, dass wir in der nächsten Altdorf uns holen könnten. Kommt drauf an, wie weit sie noch aufrüsten, aber ich sehe hier halt auch nur Schrott nachkommen. Altdorf wird gerade auch nicht ausgebaut, dass es eine höhere Stufe hätte oder irgendwas. Die bauen gerade ihren Hafen aus und die bauen gerade die Konklave der Kampfzauberer. Alles klar. Wenn es uns gelingt, das Reichland, also das ist die Provinz hier, ne? Die besteht aus Altdorf, Eilhardt, Übersreik und Grünburg einzunehmen. Dann ist faktisch
das Imperium besiegt. Also, wenn wir schaffen, den Imperator, diese Fraktion rauszunehmen aus dem Spiel, dann ist das ihr Ende. Sie wird von mehreren Seiten dann aufgefressen. Insgesamt haben die guten Fraktionen richtig Struggle-Probleme. Was für uns noch relevant wird, das muss man auch schon strategisch einfach wissen, es wird Kislev nochmal ordentlich werden und diese unglaublich überreich werden Karteireiche da, die können ein echtes Problem werden. Und dann entscheidet sich natürlich, wie geht der Kampf in Nagarond und hier in Kirchendingens aus. Avalon, glaube ich, heißt es, ne? Oder sowas. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, ja. Ja, dieses Atlantis, der Warhammer-Welt, ja, wo die Hochelfen sind, einen Konflikt haben mit den Dunkelelfen und ach, was weiß ich. Das wird nochmal interessant, das könnte das Spiel in die eine oder andere Richtung lenken. Also ich denke, wir sind jetzt sehr am Anfang noch, würde mich aber trotzdem freuen, hier fest im Sattel zu sitzen, den südlichen Reich, das Reichland eben einzunehmen, den Südwesten und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Apropos weitergehen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich da wirklich drüber. Wir sehen uns dann wirklich zur nächsten Folge in Altdorf. Salvete Noctis. Ciao, ciao.